Hi, Freunde, willkommen zurück bei Dying Light 2 und dieses Mal eine weitere GRE-Anomalie. So, wir sind in Sea Wharf, so rum, in dem Peacekeeper-Gebiet und hier oben befindet sich die GRE-Anomalie CA83. Hier gibt es dieses Mal sogar zwei Hemmstoffe, nicht nur einen. Und ja, Stufe 3 sollte jetzt nicht so schwer werden. Problem ist, es ist so eine Autobahnbrücke und ringsherum ist ja überall Chemiegebiet. Und wir haben hier, da wo ich jetzt hier stehe, haben wir Heuler, das meine ich jetzt nicht. Haben wir hier so eine Ölseile, damit können wir darüber jumpen. Und ansonsten wird es nämlich ziemlich schwierig, weil über der Autobahn und alles könnten wir das Problem haben, so wie wir hier sehen, hier ist halt überall Chemie, ne? So, Phase 1. Die hat Phasen. Gut. Die verdreschen die einfach mal mit unserer krassen Axt. So einem halben Straßenschild. Hey, der. Moin! Warum ist der schon Phase 2? Der war doch noch nicht tot. Nee. Bam, Junge! Und Licht aus! Wo ist denn der Dude jetzt so? Was ist denn los? Ich würde eigentlich genau das wollte ich. Ein Speer. Ich würde gerne den Speer, danke. Bam! Wo soll ich jetzt schon wieder hin? Hier ist noch ein Speer. Ach da. Phase 3 hat er mutiert während des Kämpfens einfach. Ich dachte, wenn seine Lebensleiste einmal leer ist. Au! Spiel dich mal hier. Ah, what the fuck ist hier los? Meine Waffe ist gleich zerstört. Und nein. Dann muss ich die starken Waffen nehmen. Oder ich sprinte einfach durch. Aber ich habe kaum was gemacht, ja. So, die grauen Waffen sind ja Trash aus der Hölle, ne? So, wo ist unser Mate? Da oben. Ja, Bruder, wie soll ich denn da hinkommen? Fick dich mal. Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Nice. Perfekt. Oh, ein Smartphone und eine einzigartige Trophäe. Sehr schön. Jetzt kann man hier natürlich nicht sterben. Noch looten, weil wir ja hier so die ein oder anderen coolen Typen umgehauen haben. Da zum Beispiel, ja genau. Die ganzen schönen Trophäen, die sind ganz wichtig, Freunde. So, aber eigentlich sind wir ja aus einem anderen Grund hier. Genau. Oh, geht's auf, geht's auf. Bam, los, mach bam. Danke. Und zwar wegen diesem Ding. So, Freunde, zwei Hemmstoffe, haufenweise geilen Stuff. Und die nächste GRE-Anomalie abgeschlossen. Was will man mehr, ne? Vielleicht noch ein Artefakt oder so? Ne, okay, dann nicht. Schade. Ja, Freunde. Warum ist da eine Lupe? Das gucke ich vielleicht mal an, aber es sollte nichts Aufregendes sein. Das war's mit der Anomalie und dem Video für dieses Mal. Den Weg zurück, das ist quasi genau dasselbe, wie wir gekommen sind. Einfach über die. Seile da hinten springen, dort. Und wenn wir hier hinten ins Wasser gehen, kann das auch passieren, dass wir halt direkt Chemiegebiet haben und sterben. Deswegen würde ich halt wirklich empfehlen, einfach ganz gechillt über die Seile zurückzugehen. Und dann haben wir das Ding auch schon safe. Und in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.